Ich meine, Deutschland will aus der Kohle raus, Deutschland will aus dem Atom raus. Wovon sollen wir dann die Räder der Industriegesellschaft eigentlich noch drehen? In Wahrheit wird die Welt sehen, dass der deutsche Sonderweg, den wir hier wählen, ins Abseits führt. Es wird Elend entstehen, wenn die Industrie dabei zugrunde geht. Und wir finanzieren damit unter anderem den Aufschwung unserer Konkurrenten auf den Weltmärkten. Die Deutschen haben vergessen, dass man Nachwuchs haben muss, um prosperierend weiterzuleben. Menschen, die in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen sind, einfach zu importieren, ist ja nicht die Lösung. Also das passt nicht zusammen. Man kann nicht einen Sozialstaat mit offener Migration in den Sozialstaat haben, dann bricht er zusammen. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir müssen dringend reden über die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie und natürlich auch die europäische. Ist ja doch vieles im Argen, vieles im Ungewissen, was die Zukunft angeht. Und da wollen wir ein wenig hoffentlich Licht ins Dunkel bringen. Und wer ist da besser geeignet als natürlich einer unserer Lieblingsgäste? Wir haben schon öfter miteinander gesprochen. Jetzt ist es ziemlich genau ein Jahr her. Ihr kennt ihn alle, da muss ich nicht viel dazu sagen. Er ist einer der bekanntesten, der bekannteste Ökonom des Landes. Im Unruhestand, so darf man es formulieren. Im löblichsten Sinne. Er war viele Jahre natürlich Professor an der LMU und Präsident des IFO-Institutes. Herzlich willkommen, Hans-Werner Sinn. Freue mich sehr, dass wir mal wieder zusammensitzen. Gleichfalls. Ja, fangen wir mal so rum an. Letzte Woche hat Frau Lagarde die große Zinspause verkündet. Kapitalmarkt hofft ja auch schon darauf, dass es das gewesen sein muss mit den Zinsanpassungen nach oben. Ist das so richtig so? Naja, hat sie nicht so verkündet. Also das ist jetzt offen, ob es weitergeht. Wir werden sehen. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen. Die Falken und die Tauben. Die einen wollen weiter erhöhen, die anderen wollen es nicht. Strukturell muss man schon sagen, sind die Tauben immer so ein bisschen in der Mehrheit im EZB-Rat, nicht? Das ist, liegt einfach daran, dass jedes Land eine Stimme hat und dass eben Länder, die klitzeklein sind, genauso viel zu sagen haben wie die Bundesrepublik Deutschland dort. Aber würden Sie sagen, es ist okay, jetzt mal eine Pause zu machen und zu schauen, vor allem natürlich in der Gemengelage, dass wir jetzt gerade nicht vor Wirtschaftswachstum strotzen? Ja und nein. Also die Realzinsen sind ja nun noch negativ, nicht? Mhm. Also eigentlich bräuchte man ja positive Realzinsen. Das heißt also, der Zins müsste schon höher sein als die Inflationsrate. Die Inflationsrate ist, wenn man die Kerninflationsrate nimmt, am aktuellen Rand noch um die 7%. Also Nahrungsmittel sind drin, aber Energie ist draußen. Es gibt ja mehrere Definitionen. Ja. Und da sind 4,5% ja nicht hoch, ne? Das sind minus 2,5% Zinsen eigentlich. Also man müsste schon erhöhen. Und man muss jetzt nicht befürchten, dass Zinserhöhungen allzu negative Auswirkungen haben. Denn das Problem in Deutschland liegt nicht an der Nachfrage, sondern es liegt an der Produktionskapazität im Großen und Ganzen. Natürlich im Bau ist es speziell auch die Nachfrage, weil es sehr zinsabhängig ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine stagflationäre Situation. Und das heißt, es wird wenig produziert. Wir haben ja auch eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts jetzt in der Vorhersage für dieses Jahr, weil die Energie fehlt, weil die Facharbeiter fehlen. Die Firmen können ja gar nicht mehr produzieren als das, was sie tun. Und da wäre es dann sinnvoll, die Nachfrage einzubremsen auf das, was sie können, nicht? Mhm. Damit es nicht noch eine weitere Inflation gibt. Mhm. Ich verstehe, dass das alles schon ein schwieriges Thema ist, weil auch viele Firmen und Nachfrager liquiditätsbeschränkt sind und nicht so auf den Realzins schauen. Ich möchte nicht in der Haut von Frau Lagarde derzeit stecken, das muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Aber also würden Sie sagen, das war schon mit der Inflation? Das ist ein gefährliches Spiel, ne? Ja, nun, die Inflation geht ganz stark zurück, das muss man schon sagen. Wir haben also einen Anstieg gehabt, der liegt jenseits dessen, was wir bislang beobachtet haben. Das wird am deutlichsten bei den gewerblichen Erzeugerpreisen, die vor einem Jahr gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat um 46% gestiegen waren. Ja. Das ist dreimal so viel wie bei der ersten Ölkrise.
hier steckte auch die Energie dahinter, es steckte die Pandemie dahinter und so weiter. Das lässt jetzt nach. Also die gewerblichen Erzeugerpreise, die sind sogar deflationär im Moment. Und sie übertragen sich mit einem Lag von 4 bis 5 Monaten in die Konsumgüterpreise zu jeweils einem Drittel. Ja, was heißt das jetzt? Das heißt, dass die Inflationsrate bis zum Winter noch deutlich zurückgehen wird. Und das könnte man schon zum Anlass nehmen, vielleicht jetzt eine Zinspause einzulegen, also mit dieser Begründung. Andererseits sind strukturell die Bedingungen für Inflation auch mittelfristig gegeben. Also die Inflation kommt halt in Wellen, nicht so ähnlich wie Corona. Da würde ich mich nicht zu früh freuen und darauf verlassen, dass jetzt die Inflation vorbei ist. Sie haben es angesprochen, was sind so die strukturellen Sachen, auf die man ein Auge haben muss, warum die Inflation immer wieder aufflammen könnte? Ja, erstmal haben wir eine hohe Staatsverschuldung, die also die Nachfrage auf einem Niveau lässt, das durch die Produktion ja gar nicht gedeckt ist. Die Staaten wollen sich immer weiter verschulden. Jetzt gibt es zwar die Bemühungen, das Budget ein bisschen zu konsolidieren, aber es gibt immer noch Sonderhaushalte, Sondervermögen, wie man sagt, obwohl es Sonderschulden sind, die es erlauben, für die Zukunft erhebliche Verschuldung zu betreiben. Dann haben wir das Problem der Zweitrundeneffekte bei den Löhnen. Wir haben ja im öffentlichen Sektor 12,5% plus gehabt. Wir haben 12% bei den Eisenbahnern gehabt. Das sind schon erhebliche Werte, wie wir sie bislang noch nicht beobachtet haben in der Geschichte der Bundesrepublik. Vor 50 Jahren hatte Klunker mal 11% herausgeholt. Jetzt wollte man ihn offenbar noch so ein bisschen übertreffen. Und das bedeutet, dass die Firmen aufgrund dieses Lohnkostendrucks dann ja auch irgendwie gezwungen sind, die Preise nochmal zu erhöhen. Und wenn die Preise steigen, dann wollen die Gewerkschaften wieder mehr. Es gibt also so eine Spirale, die ist noch nicht zu Ende. Und dann haben wir strukturell Angebotsverknappungen. Wir haben also das Facharbeiterproblem oder besser das demografische Problem an sich. Es fehlt uns an jungen Leuten in Deutschland. Die Babyboomer, die jetzt in Kürze in Rente wollen, ich nehme an, die gehören auch irgendwann mal dazu. Ja. Die haben tendenziell wenig Kinder, nicht? Und sie wollen aber weiter konsumieren, verbrauchen ihre Ersparnisse. Und wenn sie selbst nicht genug Geld haben, holen sie sich auf politischem Wege das Geld von anderen Leuten, die es dann noch haben, und gleichzeitig wird weniger produziert. Das ist strukturell eben auch ein Inflationstreiber. Und dann nicht zu vergessen die Energiewende. Die macht es schon alles teuer. Wird zwar behauptet, die grüne Energie sei billiger, das ist aber nicht der Fall, weil sie flatterhaft ist, braucht sie eben zur Kompensation konventionelle Energie, die rauf und runter geht, gegenläufig, sodass die Nachfrage bedient werden kann. Und das macht die Energie teuer. Wir müssen also zweimal Fixkosten bezahlen. Wir müssen die grünen Anlagen bezahlen und wir müssen die konventionellen Anlagen weiter bezahlen, obwohl sie nicht immer laufen. Aber die Fixkosten und die Mannschaft, die da Gewehr bei Fuß stehen soll, und die Erneuerungskosten, die müssen ja weiter getragen werden. Das macht das alles sehr teuer. Und dieser doppelte Kostendruck, sowohl von den Löhnen dann als auch von der Energie, also Löhne wegen der Knappheit der entsprechenden Menschen und der Energie auch wegen der Knappheit, macht der deutschen Wirtschaft enorm Probleme zurzeit. Packen die Herausforderungen, die Sie jetzt angesprochen haben, gleich nochmal an. Ich würde aber gerne nochmal eine Sache vorneweg schieben, die mich die letzten Monate sehr massiv umtreibt, weil man das Gefühl hat, dass es sehr stark zunimmt in diesen Herausforderungen, die wir alle haben, mit natürlich der Dekarbonisierung und die Industrie wieder in Tritt kriegen. Das ist dieser, wie soll ich es mal höflich formulieren, dieser Drang zur stärkeren Ordnungspolitik, nennen wir es mal so. Also all diese Herausforderungen, hat man das Gefühl, ist natürlich von vielen Teilen der Regierungsparteien und die dahinter stehen, sehr viel Drang dahinter zu sagen, ja, der Staat soll das alles machen. Wir wollen das über Taxonomie regeln, damit wir da das Heft in der Hand haben. Und so ein bisschen auch, egal mit wem ich spreche, auch die manchmal auf Lobbyveranstaltungen unterwegs sind, das Thema, ja, lass doch die Marktwirtschaft das machen, gib ihr einen Rahmen und lass die Herausforderungen angehen. Jeder hat einen Plan in der Schublade. Da ist sehr viel, nein, um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Teilen Sie diese Ansicht? Und ich finde das sehr gefährliche Tendenzen.
Ja, ich auch. Aber erstmal zum Begriff Ordnungspolitik. Der kommt ja nun aus dem deutschen Liberalismus, Erhard und so weiter. Das sind ist die Basis quasi der Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Das hat man mit Ordnungspolitik nicht gemeint. Ich würde hier von Kommandowirtschaft reden. Ich wollte es höflich formulieren, aber es ist so, ja. Ja, genau. Statt von Ordnungspolitik meint, dass es einen festen Rechtsrahmen gibt, ein bürgerliches Recht, dass man freie Verträge machen kann. Es gibt die Garantie des Eigentums und dann von der jeweiligen Eigentumsposition aus können die Leute untereinander in den Markttausch treten. Das ist der Kern der Ordnungspolitik. Aber Verbote auszusprechen ist sicherlich nicht richtig. Da gibt es feinere Mittel. Wenn man also Umweltschutz betreiben will, kann man es ja über Preise machen für CO2. Wir haben ja auch einen Emissionshandel, der erfasst nur noch nicht alles. Und das wäre im Zweifel die bessere Methode, als zu sagen, ihr dürft kein Öl mehr verbrennen in euren Heizungen, ihr dürft kein Öl mehr verbrennen in euren Autos, ihr müsst die Atomkraftwerke abschalten und sonstige Verbote. Ja, das ist nicht gut. Was bleibt denn dann noch? Ich meine, Deutschland will aus der Kohle raus, Deutschland will aus dem Atom raus. Das sind die beiden hauptsächlichen Energielieferanten gewesen in der Vergangenheit. Und das Gas schaltet uns der Putin auch noch ab. Wovon sollen wir dann die Räder der Industriegesellschaft eigentlich noch drehen? Und das ist ja diese Debatte, die mir so ein bisschen fehlt. Wir diskutieren immer hier darüber, aber es findet irgendwie in der Politik leider nicht statt. Das ist so das, was ich so ein bisschen die Sorge habe. Ich habe jetzt diese Woche habe ich gelesen von, ich glaube Ulrike Herrmann war das von den Grünen. Naja, also weil die Chemieindustrie mal ausgerechnet hat, wenn wir denn klimaneutral sein wollten, was wir denn da an Erneuerbaren so alles bräuchten, das übersteigt die gesamten Kapazitäten unseres Landes heute schon. Und dann kommt der lapidare Vorschlag, naja, dann muss die gesamte Chemieindustrie halt nach Namibia ziehen, wo Wind und Sonne vielleicht stabiler ist. Und dann ist das halt so besser, als wenn wir es jetzt subventionieren. Und dann hat es in Zukunft keine Zukunft mehr. Und da reden wir natürlich von der drittgrößten Industrie im Lande. Nachdem wir ja schon so mit der Autoindustrie auch so Industriepreise zu subventionieren, ist ein Rezept zur Verarmung, weil der Gewinn, den die Industrie davon hat, dass sie jetzt die Welt mit billigen deutschen Industrieprodukten versorgen kann, der ist minimal im Vergleich zu dem Umstand, dass die andere Bevölkerungsschichten das ja bezahlen müssen dann. Ja. Nicht? Wenn die Industrie jetzt mehr Energie nachfragt, dadurch, dass wir die Preise künstlich niedrig halten durch Subventionen, dann treiben wir ja die Preise damit auch hoch, die anderen zahlen müssen. Nicht? Aber die Debatte dahinter ist, finde ich, die bedrohliche, wenn man sagt, naja, dann soll die Industrie halt wegziehen. Weil wenn die mal weg ist, kommt sie ja auch nicht wieder. Wir können sagen, wir schaffen jetzt einfach alle Wirtschaftszweige ab. Ja, aber wir können jetzt nicht mit Subventionen dagegen halten. Wir müssen mit den Verboten aufhören. Genau. Nicht? Wir brauchen eine Kehrtwende der Energiepolitik, um also marktwirtschaftlicher hier vorzugehen. Und wir müssen auch immer überlegen, ob das, was wir machen, auch eine Wirkung hat. Wenn jetzt zum Beispiel die Verbrennerverbote genommen werden, die also zwei Drittel der Deutschen fürchterlich aufregen, sowohl bei dem Auto als auch bei der Heizung, dann sollte man doch hoffen, dass da was rauskommt für das Klima. Mhm. Aber es tut es kaum. Ja. Nicht? Denn wenn Sie mal schauen, die Welt-Erdölproduktion ist letztlich bis zur Corona-Krise fast 40 Jahre lang also konstant gewesen, beziehungsweise folgte einem leicht steigenden Trend. Der ließ sich gar nicht beeindrucken von den gewaltigen Preisausschlägen, die es gab. Wenn irgendwo auf der Welt ein Boom war und man hat mehr Öl gebraucht, dann hat man das Öl zu steigenden Preisen gekriegt und andere Regionen haben es hergegeben. Mhm. Aber es wurde nicht mehr gefördert deswegen. Oder wenn eine Region in der Rezession war und hat weniger nachgefragt, dann fielen die Preise und andere haben entsprechend mehr gefragt. Die Ölscheichs und die anderen OPEC-Länder haben nicht ihre Produktion gedrosselt, wie man das unterstellen könnte, wenn das ein Markt wäre wie für reproduzierbare Güter. Aber es sind erschöpfbare natürliche Ressourcen, die man nicht produzieren muss. Die sind schon da, die liegen in der Erde. Und da gelten ganz andere Preisregeln als normalerweise.
Also die Konsequenz ist unilaterale Nachfrageeinschränkungen, wie wir Europäer sie jetzt verfügen durch diese über diese ganzen Verbote und Deutschland insbesondere, führen eigentlich nur dazu, dass wir diese Brennstoffe anderen Ländern auf der Welt außerhalb Europas überlassen, die sie zu fallenden Preisen kaufen können. Und wir finanzieren damit unter anderem den Aufschwung unserer Konkurrenten auf den Weltmärkten, der Konkurrenten der deutschen Industrie auf den Weltmärkten. Unsere schädigen wir direkt, indem sie es nicht mehr haben. Und die Konkurrenten subventionieren wir durch den Preissenkungseffekt, den wir durch die Verschiebung des Öls auf den Weltmarkt induzieren. Das ist doch die allerletzte Politik. Und für das Klima ist nichts herausgekommen. Ja. Weil wo der Kohlenstoff verbrannt wird, das Öl, das ist ja Kohlenwasserstoff. Das Wasserstoff spielt keine Rolle. Das wird zu Wasser und das regnet ab. Aber der Kohlenstoff, wo der verbrannt wird in Deutschland oder in China oder in Indonesien oder in Brasilien, das ist dem Klima egal. Ja. Denn er kommt in die Umwelt. Ja. Aber gleichzeitig, also, und das ist ja das, sagen wir noch, naja gut, dann haben wir halt hier keine Industrie mehr. Das ist ja noch der zusätzliche Effekt, dass sehr viele Stimmen gibt, dann ist es halt so. Meinen Sie, es gibt halt solche Stimmen, die sagen, das ist egal. Es werden halt so viele mittlerweile und das ist das Besorgniserregende. Ja, also klar, das ist ja nun nicht ernst zu nehmen. Ich meine, klar, ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, wofür brauchen wir denn eine Industrie? Es reicht doch, wenn wir die Läden haben und wenn wir Geld haben, dass wir einkaufen können und dann ist doch alles gut. Ja, der Strom kommt ja auch aus der Steckdose. Na gut. Also, so einfach ist es ja manchmal. Wir haben natürlich auch letztes Jahr schon, das ist natürlich ein Thema, über die drohende Deindustrialisierung natürlich auch gesprochen. Wir hatten es gerade vorhin besprochen, gestern haben wir mit dem Industriepräsidenten gesprochen, also Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Der sagt, also sie haben mal jetzt ein paar Umfragen gemacht, vor allem bei den Mittelständlern. Da reden wir jetzt nicht über die BASFs dieser Welt, die sich dann eben noch ihre Produktionsstandorte irgendwo holen, sondern über den klassischen German Mittelstand, der uns all die Jahrzehnte so stark gemacht hat. Und die sagen, bei 25-30% der Mittelständler arbeiten an den Plänen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen, weil es hier nicht mehr funktioniert. Das ist schon besorgniserregend. Das ist besorgniserregend. Die Zahl kannte ich nicht. Aber ich glaube also, die wirklichen Verlagerungen werden kleiner sein. Das Problem wird anderswo. Liegt auf einer anderen Stelle. Das liegt da, dass eben die heimischen Firmen geschwächt werden. Dass wenn der Firmenleiter, der das aufgebaut hat, in den Ruhestand geht, dass das dann keiner mehr weiterführt, dass man sich aus dem Markt verabschiedet und Konkurrenten aus dem Ausland übernehmen das Feld. So geschieht der Löwenanteil der Verlagerung. Natürlich ist es schon richtig, dass viele Firmen auch tatsächlich Investitionen dann im Ausland vornehmen. Aber der Haupteffekt ist der unmittelbare Konkurrenzeffekt. Die einen werden geschwächt, gehen unter und die anderen reüssieren. Genau. Und das ist so das bisschen gefährliche, besorgniserregende, wie gesagt, deswegen hatte ich das so ein bisschen vorne angeschoben. Jetzt haben wir natürlich diesen jüngst leidenschaftlichen Olaf Scholz erlebt mit Deutschlandpakt und des Wachstumschancengesetzes, dieser wunderbaren Worthülse. Das ist doch irgendwie alles so rhetorisches Klein-Klein oder Wortakrobatik, ohne so an das Problem ranzugehen. Ja, das Problem sind die Verbote. Also wenn es Deutschland schaffen soll, dann muss man das zurücknehmen. Dann brauchen wir eine Revision unserer Klimapolitik. Wir müssen sie pragmatisch betreiben. Wir müssen Dinge tun, die auch wirklich funktionieren und nicht so Symbolpolitik machen, die uns dann auch noch schädigt. Mhm. Nochmal, also beim Öl speziell, das ist ein handelbarer Brennstoff, erreichen wir nichts für das Klima. Viele Leute sagen, ja, wir sind so klein, ob wir nun sparen oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Das ist nicht das Argument. Ich halte das für falsch, das Argument. Auch wenn wir klein sind, könnten wir ja im Prinzip einen Beitrag leisten. Nur, wenn die Brennstoffe, die wir nicht kaufen, anderswo verbrannt werden, dann haben wir überhaupt keinen Beitrag und schädigen uns nur. Das kann einfach nicht richtig sein. Was können wir denn unilateral machen? Also erstmal können wir natürlich forschen.
Wir können die Grundlagenforschung im grünen Bereich und für CO2-freie Energien fördern. Das ist aber nicht, das hat nicht zu geschehen durch Verbrennerverbote, sondern durch eine Forschungsförderungspolitik, die betrieben wird, wo die Universitäten, die Forschungsinstitute und auch vielleicht private Firmen bezuschusst werden, damit eben geforscht werden kann. Wir haben jetzt ja eine Renaissance der Atomkraft in Amerika durch diese Flüssigsalzreaktoren. Die arbeiten nicht direkt mit Uran, sondern mit Thorium. Und Thorium gibt es wie Sand am Meer auf der Welt. Und das Thorium wird mit Hilfe der alten Brennstäbe, die jetzt, wo man immer überlegt hat, wie können wir die denn ablagern, wird das hochgebrütet auf Uran-233. Und daraus wird ein Chlorid gemacht. Dann gibt es also ein flüssiges Urangemisch, das bei hoher Temperatur dann flüssig ist. Und mit dem arbeitet man. Diese Dinger sind inhärent sicher. Die können nicht hochgehen. Da gibt es keine Kernschmelze, weil ja der ganze Prozess schon mit dem geschmolzenen Material stattfindet. Und dann gibt es Varianten davon, verschiedene, die in Amerika mit mehreren Firmen separat probiert werden. China hat einen angekündigt, so einen Flüssigsalzreaktor auf Thoriumbasis. Und es gibt den Dual-Fluid-Reaktor, der hier in Deutschland entwickelt wurde. Ja, weil hier in Deutschland das nicht gut gesehen wird mit der Atomkraft, sind die jetzt nach Kanada gegangen und entwickeln ihn da. Das ist nochmal auch Flüssigsalz und dann wird flüssiges Blei genommen, was das und die Flüssigkeiten ummanteln, umschwülen sich und so wird die Reaktionswärme dann abgeführt. Die sind strukturell sicher, es kann keine Explosionen geben. Kann nichts hochgehen und sie können sehr klein, lokal errichtet werden. Gerade die großen Internetgiganten, die viel Geld verdient haben in Amerika, die setzen jetzt auch auf solche Technologien und fördern also solche Durchbrüche. Und die werden kommen, wenn die einmal anfangen, mit ihren zig Milliarden Dollar, die sie da übrig haben, zu investieren in sowas, dann kommt da auch was bei rum. Und wir Deutschen, die wir ja die Kernspaltung entwickelt haben, Otto Hahn, Nobelpreis dafür gekriegt und die ganze Grundlagenforschung ist ja hier gemacht worden, die verabschieden sich hier aus dem Markt. Verstehe ich überhaupt nicht. Es ist so ein bisschen dieser Effekt, ne? Wenn einem so viele Geisterfahrer um die Ecke kommt, sollte man irgendwann mal überlegen, ob man nicht doch selber der Geisterfahrer ist. Ja, ja, genau. Denn um uns herum gehen ja quasi sehr viele, die auch sehr auf der gesellschaftlich auf dieser grünen Idee waren, kehren ja auch ein bisschen zu dem Thema zurück, weil sie sagen, es hilft uns nichts als Übergang. Wir müssen halt, wir können nicht aus dem einen raus, wenn wir im anderen nicht wirklich drin sind, so dass es uns alle... Ja, es gibt doch sehr viel grünorientierte, ich bin ja auch grünorientiert, bei aller Liebe. Ich halte das Klimaproblem für ein wichtiges Problem und der Menschheit, das wir lösen müssen. Und deswegen plädiere ich ja auch für einen Klimaclub, den man weltweit errichtet. Und wenn wir den Klimaclub nicht zustande bringen... Ja, ich sehe ja, ich habe ja keine Illusionen, wie schwierig das wäre. Dann müssen wir überlegen, was wir alleine können. Und das wäre eben die Forschung. Und die Forschung idealerweise drückt die Preise für Energie dann, wenn wir bei der Kernfusion auch vielleicht vorankommen, auf ein so niedriges Niveau, dass wir die Extraktionskosten des Öls unterschreiten. Und dann lohnt es sich ja nicht mehr reinzukommen. Aber es ist nicht so einfach. Viele Leute sagen, na ja, wir können den Preis drücken und der jetzige Preis entspricht den marginalen Extraktionskosten und Explorationskosten und dann fallen schon mal einige weg. Das ist leider nicht richtig, dieses Argument, weil gerade bei erschöpfbaren Ressourcen liegt der Preis eben nicht in der Nähe dieser Kosten, weil es sogenannte Opportunitätskosten gibt. Wenn ich heute extrahiere, so weiß der Ölscheich, dann kann ich dasselbe nicht nochmal morgen extrahieren. Ich brauche also auf jeden Fall einen gehörigen Aufschlag. Und tatsächlich ist es so, die Ölpreise pro Barrel liegen bei 80 bis 130, 140 Dollar und die Extraktionskosten, naja, bei den Teersanden sind sie hoch, da liegen sie bei 15 Dollar. Am Golf reden wir hier über 4 Dollar. Also das ist eine riesige Spanne. Man muss dann
sich schon anstrengen, gewaltig anstrengen, um da drunter zu kommen, dass das von alleine drin bleibt. Aber gut, wir können es probieren mit der Forschung, und wenn wir Erfolg haben, dann setzen wir das um und dann verschwindet das Öl von ganz alleine vom Markt. Also das wäre mal eine sinnvolle Möglichkeit, hier als Industrieland Deutschland, forschungsintensives Land Deutschland tätig zu werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir nach Brasilien gehen und kaufen Urwälder. Ja? So teuer sind die gar nicht. Und versiegeln sie. Und das bedeutet, dass der Kohlenstoff, der da gebunden ist, nicht in die Luft kommt. Ja. Eine dritte Möglichkeit wäre, das hat der Schellnhuber mal empfohlen, das finde ich ganz pfiffig natürlich, vom Grundsatz her richtig, die Idee, wir bauen mehr Holzhäuser, um eben das Holz auf diese Weise trocken aufzubewahren, zu verhindern, dass das vermodert im Wald. Ja? Und dann ist es auch eine Bindung von Kohlenstoff. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit der Sequestrierung. Das heißt, wir können Löcher finden in der Erde, alte Lagerstätten, wo wir flüssiges CO2 unter hohem Druck reinpressen und am besten am Meeresgrund, weil dann der Wasserdruck von oben wie so ein Verschluss wirkt. Die Norweger ja auch arbeiten. Die Norweger bieten das als Dienstleistung an. Das ist eine konkrete Möglichkeit. Ja. Also das alles führt dazu, dass weniger Kohlenstoff in der Luft bleibt und dass die Welt etwas davon hat. Wenn wir einfach nur eine Nachfragepolitik machen und kaufen nicht mehr Kohlenstoff, das hätte nur dann einen Einfluss, wenn das Kohlenstoff ist, über dessen Lagerstätten wir selber verfügen. Das wäre die Braunkohle. Ja, wenn wir weniger Braunkohle abbauen, dann bleibt der Kohlenstoff tatsächlich in der Erde. Das hilft. Aber alles andere, Öl, Steinkohle, Gas, das fließt einfach nur anderswohin, wenn wir es nicht kaufen. Das ist doch hirnrissig, die ganze grüne Politik darauf aufzubauen. Mhm. Und den Leuten vorzugaukeln, indem sie irgendwie sparen, würden sie irgendwie was Gutes tun für die Welt. Ja. Das stimmt einfach nicht. Nee, das ist wie die Preisdiskussion, die Sie gerade gesagt haben, dass natürlich meistens die Diskussion bei den Erneuerbaren geführt wird mit dem Preis, der halt direkt am Windrad gemessen quasi die Energie kostet. Ja, nun gut, und nicht eben da, wo man sie braucht. Naja, das ist das eine. Also ob die Windräder dann irgendwann mal tatsächlich so günstig die Energie liefern, dass das Öl unterschritten wird, die Extraktionskosten, also das wage ich zu bezweifeln. Zumal die Windräder ja die Energie nicht so liefern, wie man sie braucht. Ja. Nicht? Der Wind weht, wenn er will, und ob dann eine Nachfrage überhaupt dafür da ist, ist ein ganz anderes Thema. Ja. Müssen wir, gerade weil wir ja dafür eben für Innovationen einfach noch Zeit brauchen, über die Klimaziele, wie wir sie hier definiert haben, reden? Also wir hatten jetzt letzte Woche auch eine lange Diskussion mit Daniel Schelter hier, der natürlich auch sagt, naja, dadurch, dass wir so sehr weit da vorne heranpreschen und wenn wir mal so 80-20-Regel machen und sagen, naja, wenn wir auf 80% kommen und die letzten 20 sind halt die teuersten und alle anderen gehen eh nicht denselben Weg mit, müssen wir nicht einfach dringend sagen, wir müssen, vielleicht sind wir zu ehrgeizig, die vielleicht mal ein bisschen senken oder auch ein bisschen nach hinten schieben, damit wir eben die Zeit haben, dahin zu kommen, wie sie es ja selber auch skizziert haben. Ich meine, die Briten haben es ja jetzt diese Woche auch so ein bisschen vorgemacht. Ich habe gestern gelesen, das Zitat der Innenministerin, naja, das Weltklima ist nicht gerettet, wenn wir Großbritannien in die Pleite jagen. Die Ziele sind unrealistisch. Man kann sich nur Ziele setzen und glaubwürdig bleiben, wenn man sie auch erfüllen kann. Ich will Ihnen das verdeutlichen. Wir haben alles auf das Jahr 1990 bezogen im Kyoto-Abkommen, Pariser Abkommen, was dann ja auch für die EU-internen Regeln da relevant ist. Und Deutschland hat sich verpflichtet, bis zum Jahre 2045 auf Null runterzugehen. Und wir haben 40% geschafft in jetzt 32 Jahren oder so. Nicht? Mhm. Und in der restlichen Zeit, die viel kürzer ist bis 2045, also noch 22 Jahre, ja, wollen wir jetzt die anderen 60% schaffen. Und das sind gerade die schwierigeren Wege. Ja. Ja, die leichten Dinge haben wir getan. Zu den leichten gehört übrigens der Untergang der DDR-Industrie. Die schmutzige Industrie, die dort bestand, die ist ja verschwunden und es ist eine Restindustrie übrig, die sauberer ist. Das hat massiv geholfen und das hat auch der EU geholfen in ähnlicher Form, weil ja die anderen Ostblockländer ebenfalls dazu beigetragen haben, die EU-Statistik für den Rückgang zu verbessern.
verbessern. Die EU ist im Durchschnitt um 27% zurückgegangen seit 1990, Deutschland also um 40. Und das heißt, die anderen europäischen Länder sind um viel weniger als 27% runtergegangen, denn das ist ja ein Durchschnitt mit Deutschland schon. Ja, ne? Genau. Nee, das geht nicht. Das ist absolut utopisch. Ich finde es verantwortungslos, den Leuten vorzugaukeln, mit der grünen Energie käme man irgendwie in die Nähe auch nur dieses Ziels bis 2045. Wir haben in Deutschland beim Wind- und Sonnenstrom derzeit einen Primärenergieanteil von 6%. Ja. Gut, das ist schon mal mehr, als es vor einigen Jahren war. Aber was sind 6%? Und wir haben dann 16% insgesamt ungefähr grüne Energie. Aber das meiste davon kann man gar nicht verändern. Sie können ja nicht mehr Landflächen noch umwidmen. Weil dann haben wir das Teller- oder Tankproblem. Und Sie können auch nicht mehr Talsperren bauen, nicht? Was dazu beiträgt. Also liegt die Betonung auf dem Wind- und Sonnenstrom. Und wir wollen also quasi diesen Teil Wind- und Sonnenstrom von 6% auf, was weiß ich, 84% ausdehnen. Und das in 23 Jahren. Ja, wo sind wir denn? Was sind denn das für idiotische Vorstellungen? Es ist nicht nur falsch und mutig, es ist geradezu absurd und verwegen. Und wir laufen halt Gefahr, dass wir uns hier irgendwie wirtschaftlich abschalten. Oder ja, das mit Sicherheit. Dann wird dann gesagt, wir sind das Beispiel für die Welt. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Das haben wir ja schon häufiger probiert in der Geschichte. Und in Wahrheit wird die Welt sehen, dass der deutsche Sonderweg, den wir hier wählen, ins Abseits führt. Mhm. Es wird Elend entstehen, wenn die Industrie dabei zugrunde geht oder dezimiert wird mindestens. Mhm. Und der Lebensstandard fällt. Warum sollen denn andere Länder, die, indem sie nicht nachmachen, was wir Europäer machen, jetzt gerade noch von den niedrigen Energiepreisen profitieren, die wir ihnen erzeugen, weil wir ihnen die Brennstoffe liefern. Warum sollen die denn das nachmachen? So geht es doch gar nicht. Es geht doch nur, indem die Länder der Welt sich zusammentun und gegenseitig bindende Verpflichtungen sich auferlegen. Und manche sagen, das Pariser Abkommen ist das schon. Davon kann nicht die Rede sein. Beim Pariser Abkommen haben allenfalls 61 Länder von 191, jetzt sind es noch ein paar mehr, vielleicht 198, haben erklärt, dass sie bindende Beschränkungen, quantitativ messbare Beschränkungen beim CO2-Ausstoß akzeptieren. Die meisten haben gar nichts gesagt. Und die was gesagt haben, sind also unter diesen 61 sind dann auch die USA natürlich als großes Land dabei. Aber die USA haben den Vertrag bis heute nicht ratifiziert. Im Übrigen ist der ganze Pariser Vertrag völkerrechtlich gar nicht bindend, sondern es sind bloße Willenserklärungen. Und China und Indien haben sich bei den Nachfolgekonferenzen mit Händen und Füßen gewehrt, sich auf irgendwas festnageln zu lassen hier. Ja, weil sie es besser wissen. Ja, na, weil sie die fossile Energie brauchen. China baut immer noch jede 10-12 Tage ein neues Kohlekraftwerk von einem Gigawatt Leistung. Ja, das ist ein normales Kohlekraftwerk. China hat im Jahr 2020 so viele neue Kohlekraftwerke installiert, wie Deutschland überhaupt insgesamt hat. Nicht? Da geht der Zug ungebrochen in alle Richtungen, weil die machen natürlich auch grüne Energie. Das ist schon richtig. Da liegen sie jetzt bei der Wind- und Sonnenenergie auch so bei 5%. Aber sie machen alles. Sie holen die Energie, wo sie sie nur kriegen. Und insbesondere brauchen sie sehr viel Öl. Die Ölproduktion, die Ölnachfrage ist wieder gestiegen. Wenn eben das Öl so billig ist, dann kaufen es die Chinesen. Keine Sorge. Man könnte natürlich sehr zynisch sagen, naja, wenn wir die Wirtschaft so weit runterfahren, dann haben wir schon kein Problem mehr mit den nicht vorhandenen Facharbeitern, wenn man in die demografische Phase reingeht. Aber das ist eine sehr zynische Betrachtung. Aber verstehen Sie, das ist das Problem. Ja. Es fehlt die Arbeit als wichtigster Produktionsfaktor und die Energie. Ja. Und das setzt uns zu. Andere Länder haben da leichteren Zugang zu der Energie, sind auch nicht so ideologisch unterwegs, machen Atomkraftwerke, haben sowieso ihre eigenen Ressourcen, die Amerikaner mit dem Fracking und so weiter. Da ist die Energie viel billiger. Mhm. Ich weiß von Wacker Chemie hier aus Burghausen, die machen ja diese großen Wafers. Die sind ja schon vor 10 Jahren oder was
nach Amerika gegangen, nach Tennessee, und haben dort für 30 Jahre Strompreise von unter 10 Cent garantiert bekommen. Mhm. Ne? Das ist ein Standortfaktor so besonderer Art. Mhm. Das Energiethema haben wir. Gehen wir mal nochmal kurz zu diesem Fachkräftethema. Denn in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal in dieser Energiedebatte vorwärts kommen, Sie haben es natürlich gesagt, wir werden ein massives Fachkräfteproblem kriegen, das wir ja heute schon sehen, nicht nur in der Gastronomie, wir sehen es am Münchner Flughafen im Sommer, ein einziges Chaos, weil Personal fehlt und ein Schalter offen ist. Jetzt kam die Wirtschaftsweise Schnitzer ja neulich um die Ecke, vor ein paar Wochen war es, und meinte, naja, also wir bräuchten 1,5 Millionen Menschen pro Jahr, die zuwandern. Das klingt für mich, das ist aber viel, schwierig und ambitioniert. Ja, das sind in 10 Jahren 15 Millionen, also, und in 20 Jahren sind das 30 Millionen. Wie sieht denn dann Deutschland aus? Man muss ja nun auch, ich meine, sie hat recht, was die Wirtschaft alleine betrifft, aber das kann ja nicht das alleinige Kriterium sein. Man muss ja auch fragen, ob man es schafft, diese Menschen zu integrieren. Genau. Da habe ich meine Zweifel. Wie lange dauert das, bis man einen Menschen großgezogen hat und der fertig ist sozusagen? 20 Jahre, ja? Mindestens. Und Menschen, die in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen sind, einfach zu importieren, ist ja nicht die Lösung. Also ich will jetzt nicht das alte Wort von den lieber Kinder als Inder hier anbringen. Aber so ein bisschen Kernwahrheit ist drin, nicht? Mhm. Die Deutschen haben vergessen, dass man Nachwuchs haben muss, um prosperierend weiterzuleben. Mhm. Die junge Generation muss jeweils schaffen, damit die Alten dann weiterleben können. Und das haben wir irgendwie vergessen. Die Babyboomer sind also wirklich eine Generation, die in Saus und Braus gelebt hat. Sag's mal so, weil sie hatten einen doppelten Vorteil im Vergleich zu allen früheren Generationen. Sie haben erstens noch viele Geschwister gehabt, um ihre Eltern zu ernähren auf dem Wege der gesetzlichen Rentenversicherung, weil die Eltern ja noch viele Kinder hatten. Ja. Und sie haben zweitens nicht mehr, wie das früher üblich war, so viel Ressourcen, Zeit insbesondere aufwenden müssen, um ihre Kinder zu erziehen, weil sie keine Kinder mehr haben. Also keine ist übertrieben, aber nicht mehr so viel. 1,35 oder irgendwie was. Und 2,08 braucht man, um die Bevölkerung konstant zu halten. Nicht? Das macht natürlich ein wunderschönes Leben mit einem hohen Konsumstandard. Ja. Aber das geht nur im Übergang von einer Situation hoher Geburtenraten hin zu niedrigen. Ja. Nur die eine Generation im Übergang kann diesen Luxus haben, den Lebensstandard auf diese Weise zu erhöhen. Und die Nachfolgegenerationen werden das Nachsehen haben. So geht es doch nicht. Mhm. So geht es nicht. Wir müssen jetzt doch wieder sehen, ob man nicht auch Anreize setzen kann, dass Familien wieder sich entschließen, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Das ist natürlich ein ganz heikles Thema, ist mir alles schon klar, aber führt kein Weg irgendwie dran vorbei. Ich glaube, dass auch der Staat mitverantwortlich ist dafür, dass die Menschen so wenig Kinder haben. Ich will das mal erläutern. Es gibt drei wesentliche Gründe, warum es Kinder gibt. Der eine ist, Kinder sind die Begleiterscheinung einer anders motivierten Tätigkeit. Ich muss sagen. Die kommen halt. Genau. Ja? Das zweite ist das Konsummotiv, wie ich als banaler Ökonom sagen würde. Ja, man findet das so schön, wenn man Kinder hat. Das ist ein Stück Lebensverwirklichung. Darauf sind wir auch irgendwie programmiert. Wir wollen keine Kinder haben. Und das dritte ist das Investitionsmotiv. Das heißt, Menschen haben Kinder, damit sie im Alter von den Kindern ernährt werden. So ist das in der dritten Welt ja noch überall, dass man deswegen Kinder hat, weil die Kinder verpflichtet sind, die Alten zu ernähren. Die haben keine Rentenversicherung. Nicht? Und Deutschland hat jetzt zwei dieser drei Motive eigentlich eliminiert. Einmal hat Schering die Pille erfunden, schon in den 70er Jahren. Also dann ist praktisch diese ungewollte Kinderschaft da nicht mehr existent. Nicht? Heute gibt es nur noch geplante Kinder und das reicht offenbar nicht aus.
Und dann hat Bismarck den Zusammenhang zwischen der Versorgung im Alter und der Kinderzahl unterbrochen, indem er die Rentenversicherung eingeführt hat. Bismarck hat ja in seiner Reichstagsrede 1881, als er die Rentenversicherung begründet hat, die dann 89 kam, darauf hingewiesen, dass der Zustand, in dem viele ältere Leute sich befinden, die keine Kinder haben können, schrecklich ist. Ja? Sie müssen betteln gehen und werden hungrig ernährt, so sagte er in der Familie. Und das wollte er ändern, indem er ihnen ein zusätzliches Alterseinkommen verschafft. Das war eben die Rentenversicherung. Und unter dem Einfluss der Rentenversicherung hat die nachfolgende Generation gesehen, oh, ich meine, ganz untergehen tut man nicht mehr. Vor Bismarck war es klar, ein wirtschaftliches Verderben droht, wenn man keine Kinder hat. Nach Bismarck ging es eigentlich notfalls auch ohne Kinder. Und dieses Leben ohne Kinder hat von Generation zu Generation immer mehr Nachahmer gefunden bis zum heutigen Zustand. Es ist schon eine ökonomische Reaktion auf die veränderte Anreizstruktur durch die Rentenversicherung. Man nennt das die Bevölkerungshypothese. Übrigens gibt es auch empirische Arbeiten zu genau diesem Thema. Also mit anderen Worten, wir haben von den drei Motiven fürs Kinderkriegen nur noch einen übrig gelassen jetzt. Und der reicht nicht aus, genug Kinder herbeizuführen. Am deutlichsten wird übrigens die Bedeutung dieses Investitionsmotivs für das Verhalten der Menschen daran, dass keiner dran denkt. Denn es ist ja immer noch so wie vor Bismarck, wenn die ganze Gesellschaft keine Kinder hat und jetzt keine Einwanderung das ersetzt, ja, dann muss man im Alter hungern. Ich meine, da ist ja dann nichts für die Rentenversicherung, wovon sie die Renten bezahlen kann. Es sind nicht? Zu wenig da, die das leisten können. Aber kein Mensch denkt mehr dran. Und weil keiner mehr dran denkt, weil es überhaupt kein Thema ist in den Köpfen der jungen Leute, ist das für mich der beste Beweis, wie stark die ökonomische Anreizstruktur ist, die hier mit dem Rentensystem gesetzt wurde. Ich sage jetzt nicht, die Rentenversicherung soll man abschaffen, keinesfalls. Aber ich sage, dass wir vielleicht doch eine zusätzliche Rente brauchen, die additiv hinzutritt zu der alten Rente, die an die Kinderzahl geknüpft ist. Ja? Zum Beispiel könnte man ja sagen, junge Leute müssen, wenn sie ins Arbeitsleben eintreten, mal in eine kapitalgedeckte Lebensversicherung oder einen Sparplan investieren, ja, sodass sie im Alter was haben, wenn sie keine Kinder haben. Wenn sie aber inzwischen Kinder kriegen, ja, dann sollte man ihnen das Geld, was da erspart ist, freigeben, damit sie es in die Kindererziehung stecken. Das wäre sicherlich ein deutlicher Anreiz, der viele junge Menschen veranlassen würde, ihre Familienplanung nochmal zu überdenken. Ist es vielleicht nicht auch so ein Thema, dass, weil sie natürlich das Konsumverhalten andersrum aufgezäumt, vielleicht ging es der Generation auch zu gut. Es ist zu schön, Konsumleben zu leben, ohne die lästige, in Anführungszeichen, lästige Verpflichtung. Jetzt sind wir beide Familienväter, wissen, dass es sehr schön sein kann, aber trotzdem ist es natürlich für den Außenstehenden auch mal eine lästige Verpflichtung. Und da ist es doch schöner, man kann in der Welt rumreisen. Also vielleicht geht es einfach allen auch zu ja, gut. Ja, natürlich. Ich sag ja, die Übergangsgeneration hat hier den Riesenvorteil. Und das lässt sich leider nicht perpetuieren. Das gibt es nur einmal in der Geschichte eines Volkes. Und wenn wir mal das Zuwanderungsthema auch noch mal ganz kurz anbringen, wenn wir jetzt mal wirklich das Fachpersonal, also sprich qualifiziert nehmen, da muss man natürlich auch sagen, steht Deutschland natürlich zunehmend international im Wettbewerb mit vielen anderen westlichen Staaten, die alle auch den gut Ausgebildeten, der jetzt schon angreifen kann, nicht erst die nächste Generation haben möchte. Und wenn man dann so ein bisschen die Vogelperspektive auf Deutschland drauf nimmt, dann muss man natürlich sagen, okay, wir haben die höchste Steuer- und Abgabenlast. Unser Bildungssystem, sieht jeder an allen internationalen Studien, wird immer schlechter. Wir haben solche Themen wie Kinderbetreuung nicht. Unsere Willkommenskultur, ehrlicherweise, war auch schon mal besser, wenn man jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre nimmt. Wir stehen verhältnismäßig schlecht da, um die jetzt schon gut Ausgebildeten, die vielleicht Lust haben, woanders zu arbeiten, zu uns zu locken. Da gibt es andere Länder, nicht nur in Westeuropa, sondern generell in den westlichen Staaten, die da vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Das verschärft das Thema natürlich. Nicht das in 20 Jahren Thema. Ja, ja, es gibt OECD-Statistiken, die sehr wohl zeigen, dass die Struktur der Immigranten sich zwischen den Ländern deutlich unterscheidet. Die Amerikaner kriegen halt höher Qualifizierte.
Und wir kriegen die weniger gut Qualifizierten, was an der Existenz des Sozialstaates liegt. Nicht? Ja. Der Sozialstaat lockt ja nun auch. Wenn man emigriert, emigriert man natürlich in erster Linie, um einen Job zu haben und Einkommen zu verdienen. Aber es ist eine zusätzliche Hilfe, wenn man weiß, dass das nicht klappt mit dem Job oder dass das Einkommen zu niedrig ist, dann kriegt man Ressourcen vom Sozialstaat. Mhm. Der Sozialstaat ist ja dadurch definiert, dass er die Einkommensverteilung egalisiert, stärker. Also die Ungleichheit, die natürlich a priori da war durch die Marktkräfte, dass die reduziert wird. Der nimmt also oben was weg und gibt es unten hin. Das ist die Definition des Sozialstaates. Ja. Nicht? Und wer jetzt unterdurchschnittlich verdient und qualifiziert ist, der kommt in den Genuss zusätzlicher Geschenke des Sozialstaates. Er kriegt nicht nur seinen Lohn. Wenn der Lohn ihn anreizen würde, hier nach Deutschland zu kommen, ist das, glaube ich, eine sinnvolle Migration. Er kriegt auch noch diese Umverteilungsgeschenke. Und das führt zu einer zusätzlichen Migration, die über das Optimum hinausgeht und insbesondere die falschen Leute anzieht. Ja, da sind wir bei Ihrem Thema. Also das passt nicht zusammen. Man kann nicht einen Sozialstaat mit offener Migration in den Sozialstaat haben. Dann bricht er zusammen. Ich kann auch keine Versicherung haben, wo lauter schlechte Risiken einwandern können zu den Prämien, die die guten Risiken mit geringerer Schadenwahrscheinlichkeit zahlen. Dann geht sie auch zugrunde. Ne? Jetzt haben wir natürlich diesen Sozialstaat, der schon so lange so weit ausufert, und gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass trotzdem die Schere weiter auseinandergeht. Ne? Das ist ja eigentlich eine paradoxe Situation. Ja, der kommt ja gar nicht nach, weil wir holen immer mehr Minderbemittelte ins Land rein, und dann zeigt das in der Statistik, dass also die Ungleichheit sich nicht verringert, weil ja unten noch hinzugefügt wird. Das ist ja kein Wunder, nicht? Trotz der Leistungen des Sozialstaates. Das ist eine Sisyphusarbeit. Wie soll der Sozialstaat mit der offenen Grenzen für den ganzen Rest der Welt, der aus armen Leuten besteht im Wesentlichen, wie soll der jemals in der Lage sein, dann überhaupt netto einen Effekt zu erzielen? Weil wenn er da großartige Erfolge hat, dann kommen ja umso mehr Leute aus dem Ausland. Wie kriegen wir, also was wären so Konzeptideen, wie wir dieses ganze Thema in den Griff bekommen, das der fehlenden Facharbeiter, der Zuwanderung? Ja, das geht nur über ein Punktesystem. Wir müssen also strikt, ähnlich wie die Kanadier, nominal hat die Regierung das ja beschlossen, aber das ist nicht das. In Wahrheit hat man also die Zuwanderung aus Leuten, die asylberechtigt sind, aus anderen EU-Ländern hier erleichtert. Und Vokabeln sind schon da, dass man also ein Punktesystem habe, aber das hat mit dem kanadischen Punktesystem und nichts zu tun, was also strikt nach Qualifikationen auch das Recht zur Einwanderung vergibt. Also solch ein Punktesystem wäre sinnvoll, und man muss auch akzeptieren, dass das Steuersystem nicht zu progressiv sein darf. Dann gehen die Leute eben anderswohin, die hochqualifiziert sind und die Wissen haben, das sie mitbringen. Warum sollen sie in Deutschland sich dem Sozialstaat hier opfern? Mhm. Sehen viele nicht ein. Nehmen Sie mal nur einen Vergleich bei den Ärzten. Da wird mir das immer ganz deutlich. Das sind die deutschen Ärzte sind dann meistens Immigranten von sonst woher. Und die deutschen Ärzte, also die in Deutschland tätigen Ärzte, und die deutschen Ärzte gehen in die Schweiz. Ja. Die Schweizer Krankenhäuser sind voller deutscher Ärzte. Also das ist nur im Kleinen, was im Großen, im Weltmaßstab stattfindet. Viele junge, qualifizierte Studenten verlassen das Land und gehen nach Amerika. Erstmal nur, um einfach mal zu sehen, wie das da so ist. Ja. Ja? Und dann kommen sie aber nicht wieder, genau, weil sie ein tolles Angebot kriegen. Also brauchen wir eigentlich ein radikales Überdenken des Steuersystems und des Sozialstaates. Ja, wir müssen zurück zu Ludwig Erhard, zur Marktwirtschaft. Wir müssen die Marktkräfte entfalten, sodass dann Wohlstand für alle erzeugt wird, aber nur auf diesem Wege und nicht den Wohlstand durch eine Umverteilung, indem wir den einen was wegnehmen und es den anderen geben, unten hinreichend herstellen. Das ist viel zu kurzfristig gedacht. Ich meine, nehmen Sie nur mal das Bürgergeld. Das Bürgergeld ist jetzt zweimal um 12% erhöht worden. Das sind in der Summe 25%, weil das ein kleiner Multiplikationseffekt dabei ist. 25% plus in 2 Jahren.
Hätte ich auch gern. Ja, nun, unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten ist das alles okay. Man muss aber sehen, das Bürgergeld ist nach wie vor eine Art von Lohnuntergrenze. Denn man kann den Leuten ja nicht es verübeln, wenn sie nicht wenn sie einen Lohn verlangen, der höher ist als das, was der Staat bereits ohne Arbeit ihnen zahlt. Nicht? Natürlich. Ja, also, wenn man das Bürgergeld so entwickelt, dann schiebt man von unten her eine Grenze in diese ganze Lohnskala hinein und der niedrigste Lohn muss da drüber sein und der zweitniedrigste Lohn muss wieder einen gewissen Abstand zu dem tiefsten Lohn haben und so weiter. Man schiebt die ganze Kaskade hoch und erzeugt wieder eine Arbeitslosigkeit am unteren Ende strukturell. So war das ja in der Zeit vor Schröder. Mhm. Nicht? Da war auch der Sozialstaat sehr stark entwickelt worden und wir hatten eine immer kleinere Lohnspreizung nach unten gekriegt mit der Folge, dass wir Weltmeister bei der Arbeitslosigkeit der Geringqualifizierten waren, nach den OECD-Zahlen damals. Ja. Das war wirklich so. Und dann hat Schröder eben gesagt, nee, so geht das nicht, wir müssen das ändern, wir müssen den Leuten mehr Geld geben, wenn sie mitmachen, aber weniger, wenn sie nicht mitmachen, aus welchem Grund auch immer, weil sie nicht wollen oder nicht können. Und das hat schon die Anreizstruktur verändert und hat die Mindestlohnanforderungen der Sozialberechtigten gesenkt. Sie waren dann bereit zu, im Trend jedenfalls niedrigeren Löhnen zu arbeiten. Und dann kamen Geschäftsmodelle zustande im Bereich der Dienstleistungen und der, ach, diese vielen kleinen Geschäfte, die es gibt, wo man also einen Imbiss kriegen kann. Das gab es ja alles früher nicht. Ja. Das ist also ein ganzer Sektor an Dienstleistungen für gering qualifizierte Arbeit entstanden, den es sonst nicht gegeben hätte. Es war ein wirkliches Beschäftigungswunder nach der Agenda von Schröder, die 2003 beschlossen wurde. Ab dem Jahr 2005, als das dann alles wirksam war, drehten sich die Zahlen total um. Wir hatten seit Willy Brandt quasi alle 10 Jahre so einen richtigen Schub von Arbeitslosen gekriegt. 800.000 in Westdeutschland und auf einmal nach den Schröderschen Reformen drehte sich das um und es ging wieder nach unten. Das war ein Riesenerfolg. Und jetzt machen wir es wieder in die andere Richtung. Es geht offenbar politisch immer hin und her. So, also müssen wir eine Agenda 2030 ausrufen und eine Nachfolgeversion auch der Hartz-Gesetze. Ja, ich glaube schon. Mhm. Also ich bin ja nicht der Meinung, dass man den Sozialstaat abbauen sollte. Das ist ja ein völliges Missverständnis. Sondern ich würde sagen, ein guter Sozialstaat, der verfolgt seine Gerechtigkeitsziele, indem er also denen, die nicht so qualifiziert sind, nicht so viel verdienen können, noch was drauf gibt auf ihr eigenes Einkommen. Ja. Sodass sie in der Summe 2 Einkommen haben. Dass sie sich selber verdient haben und das, was sie vom Staat kriegen. Ja. Aber wir haben jetzt einen Sozialstaat, der macht das anders. Er sagt, mein Geld kriegst du aber nur, wenn du nicht arbeitest. Wehe, du arbeitest, dann kriegst du es nicht mehr. Nicht? Und das ist doch falsch. Das Modell einer befriedeten, gesunden Gesellschaft muss doch sein, dass jeder, der arbeiten will, arbeiten kann und dann genug zum Leben hat. Genau. Ja? Das können wir aber nicht erreichen durch Lohnersatzleistungen, die nur gezahlt werden, wenn man nicht arbeitet, sondern nur durch eine Lohnzuschussstruktur. Ja. Ne? Es muss nicht nötig sein, dass man in den Sozialstaat geht und sich absentiert aus dem Arbeitsmarkt, damit man das Geld kriegt, sondern es muss umgekehrt sein. Wenn man in den ersten Arbeitsmarkt geht, soll man noch was dazu kriegen. Nicht? Ja. Das ist der richtige Weg. Und muss man nicht dann auch dazu sagen, quasi am anderen Ende, wir haben ja dieses Thema, die Mittelschicht wird immer kleiner und verschiebt sich eigentlich auch einkommensmäßig immer weiter nach unten in Anführungszeichen. Muss da nicht einfach auch eine Entlastung her? Also so viel dazu beitragen. Ja, insgesamt, ich glaube, also ein geschickt strukturierter Sozialstaat kann 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er wird billiger, braucht nicht so viel Geld und trotzdem geht es den Leuten besser, weil er Lohnzuschüsse zahlt. Ich meine, wer arbeitet und durch seinen niedrigen Lohnanspruch Geschäftsmodelle ermöglicht, die es sonst nicht geben würde, der hat ja schon mal dieses Arbeitseinkommen, was er real erwirtschaftet. Dahinter steht ja was Echtes, was produziert wird. Und dann hat er zusätzlich das Geld vom Staat. Der Staat muss ihn nicht mehr zu 100% bezahlen, wie das jetzt der Fall ist, sondern nur noch ein bisschen dazugeben. Es wird doch besser für alle Beteiligten. Und dann können die viel arbeiten,
auch mal entlastet werden. Das dann ist ja können auch so ein Thema. Die auch entlastet werden. Und dann haben die auch das Gefühl, dass sie nicht in die USA auswandern müssen zu Apple oder Microsoft. Ja, zum Beispiel. Weil sie das Gefühl haben, sie können auch ein vernünftiges Leben leben mit ihrem höheren Einkommen, was heute auch teilweise schwieriger ist. Aber und dieser Bogen, quasi, weil Sie es auch schon gesagt haben, wir müssen zurück zur sozialen Marktwirtschaft und zur Herd. Und das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Da habe ich das Gefühl, das ist wie ein Schreckgespenst für viele in Berlin im Moment. Teilen Sie diese Sorge nicht? Was ist ein Schreckgespenst? Diese soziale Marktwirtschaft, dieser Gedanke, der uns ja groß und stark und Wohlstand gebracht hat. Ich habe das Gefühl, im Moment ist das so, nein, das ist um Gottes Willen. Ich weiß nicht, mit wem Sie reden. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Warum soll das ein Schreckgespenst sein? Die Zeitung aufschlagen, dann habe ich schon den Eindruck. Naja, es gibt die Direktumverteiler, die jetzt nicht weiter nachdenken darüber, welche Rückwirkungen es in der Wirtschaft gibt. Aber sind jetzt nicht die Bezugspunkte für mein Denken. Dann hoffen wir, dass alle Gehör finden in Berlin, was wir hier gerade besprochen haben, und wir die Wende zum Besseren hinbekommen. Wir haben natürlich Hoffnung, sonst wären wir nicht hier und würden nicht ständig aufklären. Herr Sinn, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, blöd. Alles Gute. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben einige sehr spannende Aspekte besprochen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ansonsten gebt dem Ganzen natürlich einen Like. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und hoffe natürlich, dass wir uns bald wiedersehen und auch mal wieder über hoffnungsvollere Themen sprechen können. Das wäre ja auch mal schön. Ansonsten alles Gute und bis nächste Woche. Ciao.